Flux FM in digitaler Gesellschaft. Chat und Social Bots sind nicht nur Computerprogramme, sondern künstliche Intelligenzen. Sie können menschliches Verhalten nachahmen und erlernen. Mit eigenen Profilen ausgestattet werden sie auf Twitter, Facebook oder andere Dienste losgelassen. Dort sammeln sie Informationen über andere User und werten diese aus. So führen Chatbots Konversationen, bei denen viele nicht mehr sagen können, ob sie mit einem Roboter oder einem Menschen sprechen. Alexander Sander ist erstens ein echter Mensch und darüber hinaus auch noch Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft e.V. Hallo Alexander. Grüß dich, hallo. Alexander, wir wissen jetzt also, dass Chatbots noch nicht wirklich ausgereift sind, am Beispiel von der Tay. Da ging ja die Meldung, ging glaube ich letzte Woche oder so vor 10 Tagen ungefähr so ein bisschen alle durchs Netz. Wofür werden die dann aber eigentlich entwickelt? Also wofür sollen die irgendwann mal gut sein, wenn sie funktionieren? Also es gibt undenkbar viele Anwendungsbereiche. Man kann das zum einen einfach nur aus Spaß machen, damit man sich einfach so einen Bot dahinstellt, der dann lustige Konversationen führt. Man kann aber eben damit auch zum Beispiel politische Debatten beeinflussen. Also man kann damit politische Äußerungen tätigen. Oder aber, was so, glaube ich, der größte Anwendungsbereich ist, wo die meisten dran interessiert ist, ist sowas wie Kundenservice oder Ähnliches. Mhm. Also dass man zum Beispiel nachfragt, wenn man eine Pizza bestellt hat, wo bleibt die oder Ähnliches, dass man dafür so einen Chatbot benutzt oder wenn ein Zug Verspätung hat oder Ähnliches. Also dass dieser ganze Kundenservice-Teil, wo man sich vielleicht nicht so gerne in eine Hotline begibt und dort bei einem Unternehmen anruft, im Grunde ausgelagert wird in die sozialen Netzwerke und man dort eben mit so einem Chatbot eine Konversation führen kann. Also eine Konversation, die dann wieder so klingt oder ähnlich. Wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Facebook will die auch bei sich einbinden. Mit Facebook telefoniere ich jetzt eher selten. Also wie werden die bei Facebook eingebunden? Naja, Facebook macht ja auch ziemlich viel Werbung, hat ziemlich viele Unternehmen, die auf den Seiten von Facebook werben. Und hier gibt es eben dann auch entsprechende Anwendungsbereiche, dass zum Beispiel so ein Social-Bot einem dann Produkte empfehlen kann oder dass so ein... Oh, schön. Ja, oder dass er einen anquatscht von der Seite und sagt, hey, hast du nicht Interesse, deine Pizza noch mit etwas mehr Käse zu belegen oder ähnliches? Der will dann auch wieder Pizza verkaufen. Genau. Also hier geht es klar darum, Geld damit zu verdienen und eben hier das Unternehmen näher an die Verbraucherinnen und Verbraucher heranzuführen und hier eben über diese soziale Schiene, über diese Konversation, die dann eben geführt wird, die Leute dazu zu animieren, irgendein bestimmtes Produkt zu kaufen. Ja, aber was wir ja aus Science-Fiction-Filmen gelernt haben, in der Regel nimmt das kein gutes Ende zwischen so artifizieller Intelligenz und uns. Müssen wir Angst haben? Naja, Angst vielleicht nicht unbedingt, aber es ist halt vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass wir solche Bots auch identifizieren können, also dass es für uns klar ist, dass wir jetzt halt nicht mehr mit einem Menschen eine Konversation betreiben, sondern dass wir mit so einem Bot unterwegs sind und hier eben mit einer Maschine im Grunde eher sprechen. Das muss für die Verbraucherinnen und Verbraucher ersichtlich sein und das muss auch insofern ersichtlich sein, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier Cyberkriminelle eben diese Bots auch nutzen und sich dann zum Beispiel als Bank ausgeben und dann zum Beispiel Login-Daten abfragen, wie wir das halt so von solchen Mails schon kennen, also all das, was wir aus Spam kennen und aus irgendwie aggressiven Mails, die uns eben auffordern, personenbezogene Daten über uns herauszugeben oder eben sogar Bank-Logins, das wird natürlich dann auch von solchen Chatbots wahrscheinlich genutzt werden. Also es ist relativ absehbar, dass hier auch Kriminelle eben dann darauf zurückgreifen werden. Und da muss man dann eben sehr vorsichtig sein und hier eben ähnlich wie bei den Mails keine personenbezogenen Daten rausgeben, sondern da dann eben wirklich schauen, dass man da hier den persönlichen Kontakt zu einem Menschen pflegt und nicht eben zu einem Chatbot. Toll. So viel erstmal zu den Chatbots. Und das sind, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu den Socialbots im Zweifelsfall sogar die guten noch, oder? Also warum, das klären wir hier nach The Man mit Half Angel, Half Light. Du schüttelst so ein bisschen den Kopf, wir finden gleich raus, warum. Wir reden über Chatbots bei der Morningshow am Nachmittag. Chatbots sind künstliche Intelligenzen, die menschliches Verhalten imitieren. Es gibt sie zum Beispiel auf Twitter und Facebook und da unterhalten sie sich mit richtigen Usern, die manchmal gar nicht checken, dass sie da mit einem Roboter sprechen. Alexander Sander, Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft, ist im Studio und nimmt uns ein bisschen die Angst vor den Bots. Hallo nochmal. Hi. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Chatbots und den Socialbots? Naja, es gibt erstmal diese Chatbots, sind eben tatsächlich Bots, die interagieren, also mit denen man eine Konversation führen kann. Also man sagt irgendwas, sie antworten möglicherweise irgendwas Sinnvolles eben dazu oder hoffentlich irgendwas Sinnvolles. Ja. Im Idealfall. Und man führt halt tatsächlich eine Konversation. Und dann gibt es halt eben andere Bots, die im Grunde nichts anderes machen, als irgendwelche Statements in die Welt zu setzen oder einfach nur irgendwie... Also irgendwas von sich zu geben. Ja? Also das könnte zum Beispiel sein in einer politischen Debatte, dass die jetzt zum Beispiel merken, okay, ein bestimmter Hashtag, der trendet jetzt und dann setzen wir uns einfach drauf, nutzen auch den Hashtag
und erzählen aber irgendwas komplett anderes zu diesem Thema, so dass man diese Debatte halt vielleicht auch in eine komplett andere Richtung lenkt. Oder man versucht tatsächlich, sich zu diesem Hashtag dann auch in irgendeiner Art und Weise zu äußern und dann mit so Standardsätzen irgendwie da in die Debatte reinzukommen, um dann sozusagen zu versuchen, zum einen die Debatte zu beeinflussen, aber vor allen Dingen, um das Thema relevant zu machen. Denn es ist ja so, dass viele journalistische Artikel mittlerweile eben auch ihren Ursprung irgendwie in den sozialen Netzwerken haben und dass dann, wenn man so ein Trending Topic hat, also irgendein Hashtag, der auf Twitter durch die Decke geht und den viele benutzen, dass dann Journalisten sagen, das ist jetzt eine relevante Debatte und deswegen berichte ich darüber. Ja. Wenn jetzt aber da, sagen wir mal, dieser Hashtag eigentlich ausschließlich von solchen Bots befeuert wird, also wenn da halt, sagen wir mal, 10% der Leute nur echte Menschen sind, die dann halt tatsächlich eine Debatte führen und dann aber 90% Bots sind, die dann einfach nur die Hashtags nach oben treiben und damit halt einen Trending Topic generieren, kann man so natürlich dann auch wiederum die Medien ein Stück weit beeinflussen. Und da muss man dann sagen, da sind natürlich dann auch die Journalisten gefragt, hier ordentlich zu prüfen vorher, ob es sich hier tatsächlich eben um eine relevante Debatte handelt oder ob das eine von Bots gesteuerte oder der Versuch ist, eine von Bots gesteuerten Relevanz zu erzeugen. Aber da müssen ja dann trotzdem Menschen dahinter stehen, die diesen Bots irgendwas ein... Also die Bots sind ja jetzt nicht von der Leine, sage ich jetzt mal, und denken sich jetzt alles irgendwie so einen krassen Kram aus, nur um uns irgendwie in die Irre zu führen. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Alexander, bitte nicht. Nein, das ist schon richtig. Also jeder Bot muss natürlich erstmal von den Menschen irgendwie kreiert werden und dann auch an den Start gebracht werden. Ja. Also man muss dem halt schon irgendwie, den Twitter-Account muss man sich schon selber zusammenklicken und dann kann man da halt dann eben so einen Bot an den Start bringen. Also das sind halt natürlich dann eben Leute, die das dann auch gezielt machen und man hat das zum Beispiel auch in der Ukraine gesehen, dass hier eben während der Proteste damals eben das gezielt genutzt wurde, um damit eben Propaganda zu machen, also wo dann hier eben auch tatsächlich Staaten versuchen eben solche politischen Debatten zu beeinflussen und da wird es dann natürlich schon etwas grenzwertig, ja, wenn vor allen Dingen eben Institutionen versuchen darauf zurückzugreifen und hier eben dann versuchen Debatten in eine Richtung zu lenken, die dann, naja, weiß ich nicht, wirklich dann, ob das dann noch wirklich demokratisch ist sozusagen, wenn das so eine gesteuerte oder der Versuch einer gesteuerten Debatte ist, das kann man dann in Frage stellen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass so ein Bot natürlich auch immer noch die freie Meinungsäußerung, also auch für so einen Bot gilt die freie Meinungsäußerung, ja, also wenn ich als Mensch ich mich da hinstelle und sage, ich baue jetzt einen Bot, der den ganzen Tag nur Juhu ruft. Ja? Könnte man ja machen. Ja, das ist jetzt relativ nicht kontrovers. Ist nicht kontrovers, ist aber freie Meinungsäußerung. Ja. Und wenn es dann kontrovers wird, ist das auch erstmal so lange zu akzeptieren, bis es eben eine strafbare Handlung wird. Und wenn es strafbar wird, dann muss man natürlich einschreiten, muss dann hier die Ermittlungsbehörden auch informieren und hier sagen, hier ist eine klare Grenze überschritten, hier müssen wir den Bot vom Netz nehmen und natürlich auch versuchen, eben die Leute zu identifizieren, die dahinter stehen und die dann eben auch entsprechend sanktionieren. Oh Gott, das klingt alles ganz, ganz einfach. Also solche Bots werden häufig jetzt schon genutzt, um die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also wir reden nicht über irgendwas, was in einer abstrakten Zukunft passiert, sondern Dinger gibt's halt schon. Das geht nicht selten auch mit Hass und Hetze einher, wenn der entsprechende Mensch dahinter sitzt und solche Anweisungen gibt. Wie reagiere ich dann am besten als User, wenn ich jetzt so einen Hassbot entdecke oder ich habe das Gefühl, mit einem zu kommunizieren? Also ich habe sehr oft das Gefühl, mit Hassbots zu kommunizieren, aber das sind echte Menschen. Also wie kann ich die unterscheiden? Naja, wie gesagt, unterscheiden ist teilweise echt schwierig, weil die teilweise echt ganz gut sind. Man kann das erkennen, zum Beispiel, wenn man schaut, wer sind die Freunde, wer sind die Follower, ist das irgendwie, macht das Sinn oder gibt es da jetzt bestimmte Auffälligkeiten? Man kann es auch am Profilbild zuweilen erkennen, dass diese Profilbilder alle immer relativ ähnlich sind. Ja, man kann auch zum Beispiel einfach mal die Profilbilder in die Google-Bildsuche packen und da gucken, ob sind das jetzt echte Menschen, die dahinter stehen oder sind das halt einfach irgendwie geklaute Bilder oder ähnliches. So kann man das ein bisschen herausfinden, aber grundsätzlich gilt für einen Bot wie für einen Mensch. Ja, wenn da Hasskommentare eben gepostet werden, die eben strafrechtlich relevant sind, dann kann ich das zum einen an die Plattform, auf der ich mich bewege, melden. Ja, das kann man auch machen, wenn es nicht strafrechtlich relevant ist. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, hier, das sind Leute, die möchte ich eigentlich in diesem sozialen Netzwerk, in dem ich mich bewege, nicht haben. Dann kann man das dem Betreiber dieses sozialen Netzwerks erstmal mitteilen und sagen, hier sind Leute unterwegs, bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ihr die in dem Netzwerk haben will. Ich wollte sie auf jeden Fall nicht. Und wenn es strafrechtlich relevant ist oder man glaubt, dass es strafrechtlich relevant ist, dann muss man natürlich auch eben noch zur Polizei gehen und hier Anzeige erstatten. Das ist halt so, wie, sagen wir mal, in der analogen Welt auch geregelt. Ja, also das Recht gilt dann natürlich auch online und hier muss man dann tatsächlich die Ermittlungsbehörden einschalten. Ja, also es gibt dann, wie gesagt, also entweder die Betreiber von der jeweiligen Seite oder die Polizei oder sowas. Es gibt noch keine spezielle Stelle, die dafür eingerichtet ist, jetzt die böse Botline oder sowas. nein.
sowas gibt's nicht und sowas wird sicherlich auch nicht geben. Also wie gesagt, wir wollen hier, das, wollen keinen Schlafen sagen. Sag niemals nie, Alexander. Da nicht mehr drüber. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft hat uns und euch mal aufgeklärt über Chat und Social Bots. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Alexander. Sehr gerne.